Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial-Video. Ich zeige euch heute, wie ihr am Venlokan Außenposten die meiste Herausforderung des Raben schaffen könnt. Und dazu müsst ihr, wie ihr es hier seht, ein paar Attentate hinter euch bringen, unentdeckt bleiben und auch noch ein paar Artefakte stehlen. Ihr habt den Magistersatz, der ist ja relativ sinnvoll, um einfach ein bisschen unentdeckter zu bleiben. Ansonsten ein paar Waffen, die ihr alle eigentlich nicht so wirklich brauchen sollt. Was aber noch wichtig ist, tatsächlich die Fähigkeit, die ihr besitzt, die kann euch hin und wieder mal helfen, und das ist das Ablenkungsmanöver des Rabens, und ihr werdet sehen, dass ich die an einer Stelle tatsächlich auch einsetzen werde. Es ist ein ganz klein wenig Glück manchmal dabei, weil manchmal ist es einfach so, das ist einfach der Mechanik von Assassin's Creed Valhalla geschuldet, dass ihr dann doch schneller entdeckt werdet, als es euch lieb ist. Aber insgesamt gibt es doch sehr, sehr viele Sachen, die ihr eigentlich relativ einfach machen könnt. Der erste Gegner ist der hier direkt vor euch, indem ihr die erste Plattform überquert und dann einfach diesen hier tötet. Den solltet ihr eigentlich immer sehr, sehr einfach töten können. Dann springt ihr hier rüber, habt den zweiten, passt auf jeden Fall hier immer auf durch diese kleinen Windspiele, die ihr da habt, könnt ihr dann, wenn ihr da durchlauft, natürlich relativ einfach von den Gegnern gehört werden, und das möchtet ihr natürlich vermeiden. Diesen zweiten hier solltet ihr gleich am Anfang ebenfalls ausschalten, denn ihr werdet den Platz, wo der stand, gleich brauchen. Ansonsten, zwar ein bisschen ungeschickt gemacht von mir, aber könnt ihr dann diesen Kollegen hier ausschalten und bekommt dann bereits auch das erste Artefakt. Was ich dann mache ist, ich war mir nämlich nicht so ganz sicher, wie ich an den Kollegen da unten rankomme. Per se ist der eigentlich auch ganz gut auszuschalten, nur ich war hier jetzt gerade einfach ein bisschen zu verwirrt, da runter zu kommen. Entscheide mich dann aber hier tatsächlich für diesen Ort, und von dort kommt ihr sehr, sehr einfach an den Kollegen hier dran. Passt auf das Windspiel rechts auf. Ich bin da tatsächlich auch schon einmal reingelaufen. Das hat mir den ganzen Run halt ruiniert, und damit habt ihr dann auch diesen Kollegen ausgeschaltet. Dann habt ihr, wenn ihr sowieso schon an dieser Stelle seid, die Möglichkeit, auch den hier an der Seite bereits auszuschalten. Dann wird er euch später auch nicht mehr behelligen, wenn ihr da andere Leute aufs Korn nehmt. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder kümmert ihr euch weiter um die Leute, die jetzt hier weiter unten stehen. Das wäre die erste Run-Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist die ich jetzt hier mache. Finde ich mal, ja, muss man überlegen. Eigentlich ist das Schwierigere tatsächlich, die Leute da unten zu machen. Und das ist das, wo man vermutlich unter Umständen häufiger failen wird. Aber ich mag einfach hier diesen Weg erstmal lieber. Deswegen gehe ich den eigentlich in der Regel die paar Mal, wo ich es gemacht habe, bin ich einfach hier lang gegangen. Geht ihr halt einfach hier lang, umgeht wie immer diese Windspiele und findet dann hier den Kollegen, den ihr einfach, indem ihr hochklettert und dann mit dem Attentat ausschalten könnt. Dann habt ihr noch zwei weitere Kollegen, die sind ebenfalls sehr, sehr einfach zu töten, indem ihr einfach wirklich hier drüber klettert. Dann direkt den ersten ausschaltet, und den zweiten könnt ihr tatsächlich dann auch mit eurer Wurfaxt ausschalten, weil da steht niemand mehr in der Nähe, der das irgendwie hören könnte oder der jetzt hier in irgendeiner Art und Weise relevant wäre. Dann habt ihr an dieser Stelle bereits das zweite Artefakt, und es fehlen somit nur noch zwei weitere, die ihr hier insgesamt finden müsst. Ja, jetzt kommt gleich eine Stelle, wo ich hier tatsächlich in diesem Run, den ich euch zeige, ein ganz klein wenig Glück hatte. Es kann auch sein, dass ihr das ganz ohne entdeckt zu werden schafft. Ich bin allerdings, ich wollte gar nicht hier runterspringen, ihr werdet es jetzt gleich sehen. Normalerweise könntet ihr auch nicht hier runterspringen, sondern noch ein bisschen weiter. Da wollte ich nämlich eigentlich hin darüber klettern, um dann in den Haufen links von uns da reinzuspringen. Der Weg hier ist tatsächlich ein bisschen ungünstig, was das Ganze angeht, weil ihr jetzt wirklich zwischen allen Gegnern steht. Und normalerweise, wenn ihr jetzt hier, da seht ihr es nämlich, jetzt wurde ich gerade entdeckt, wenn ihr direkt hier gewesen wärt, an dieser Stelle, dann hättet ihr euch auch keinen Gegner entdeckt und ihr hättet den Kollegen hier tatsächlich direkt ausschalten können. Ich gehe jetzt hier durch, ebenfalls eine Stelle, wo ihr relativ stark aufpassen solltet, denn da hinten seht ihr diese eine Wache, und die muss tatsächlich gerade weggucken, wenn ihr den hier ausschaltet, sonst habt ihr das Problem, was ihr jetzt hier wieder seht, dass sie euch dann auch sieht. Glücklicherweise ist die relativ weit weg, das heißt, normalerweise habt ihr da dann auch kein Problem, selbst wenn sie euch an dieser Stelle sehen sollte. Problematisch ist jetzt, der hat hier die Leiche gefunden, deswegen begibt er sich ein bisschen auf die Suche nach mir, der Kollege rechts von uns. Das eröffnet mir aber die Möglichkeit, ihn hier auszuschalten. Sonst hättet ihr an dieser Stelle auch die Gelegenheit tatsächlich, wenn ihr den hier, den ich gerade ausgeschaltet habe, zuerst aufs Korn nehmt
und danach hier mit dem weitermacht, den ich vorher ausgeschaltet habe, dann habt ihr auch die Möglichkeit, diesen hier und den nächsten mit einer Axt zu töten. Was ich hier jetzt mache, ist, ich nutze tatsächlich unsere Bogenfähigkeit, die wir haben, um den Kollegen da hinten auszuschalten. Es gibt mit Sicherheit noch, sag ich mal, sicherere Varianten, aber in dem Fall wollte ich wirklich die Fähigkeit mal demonstrieren, sodass ihr auch seht, was die bewirkt. Und das ist einfach, ich ziele auf den und nutze dann die Vierer-Taste und dann, ihr werdet es gleich sehen, kommt mein Rabe angeflogen und setzt den außer Gefecht, sodass ihr den einfach am Ende des Tages ebenfalls eliminieren könnt. Und damit habt ihr hier in der Gegend alle Gegner getötet und könnt relativ simpel dann auch hier Artefakt Nummer 3 holen. Jetzt kommt eine Stelle, wo gleich noch zwei Windspiele kommen. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr euch möglichst langsam bewegt, damit ihr die Wache, die sich da jetzt noch als letztes befindet, nicht direkt auf euch aufmerksam macht. In dem Fall ist es noch nicht ganz so schlimm, weil die Wache noch relativ weit weg ist, aber hier steht ihr fast direkt neben dieser Wache und ihr habt nicht wirklich Tarnung. Wenn sie euch jetzt hier hört, könnt ihr Glück haben, wenn ihr schnell genug seid mit dem Attentatsknopf, aber wenn ihr Pech habt, werdet ihr da entdeckt und das ist natürlich ein bisschen schade, wenn ihr dann tatsächlich dieses ganze Quest eigentlich schon gemacht habt und dann deswegen entdeckt worden wärt. Aber wenn ihr euch langsam bewegt, wie ich es hier gerade gemacht habe, dann seid ihr auch in der Lage, hier tatsächlich euch an diese Person heranzupirschen und diese eben auszuschalten. Das war also auch das letzte Attentat, das seht ihr dann da. Wenn ihr zu diesem Zeitpunkt Attentate noch nicht abgeschlossen habt, fehlt irgendwo noch einer, müsst ihr nochmal gucken. Dann habt ihr das Artefakt gestohlen und seid unentdeckt geblieben und damit haben wir auch hier das Ganze in Gold hinter uns gebracht. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, dieses kleine Tutorial-Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem weiteren Tutorial-Video wieder. Also, macht's gut.